Ah, schön. Er hat gedreht, er kommt jetzt aus der Schweiz. Also wer jetzt nicht rechtzeitig rausgekommen ist, der hat ein Problem. Ja, es geht so schnell am Bodensee. Also wir haben jetzt hier so Freestyle am Ende von Friedrichshafen so einen Platz gefunden. Also gerade eben hat noch die Sonne geschienen und jetzt geht es hier voll ab. Also wir haben jetzt gerade ein Zeitfenster von ungefähr einer Stunde haben wir gesehen. Es hat gerade aufgezogen wieder. Und das Gewitter zieht da weiter Richtung Friedrichshafen. Und das nächste, was jetzt durchzieht, soll in einer Stunde sein. Das heißt, wir fahren jetzt dicht am Ufer entlang, weiter Richtung Fischbach und dann Immenstadt und schauen mal, wie weit wir kommen, damit wir vielleicht noch ein bisschen irgendwo geschützt an der Position finden. So, ich habe das auf der Kamera sieht, das orange Licht, was da blendet. Blende sage ich schon, was blinkt. Ja, das System ist hier am ganzen Bodensee verteilt. Darauf kannst du achten, die siehst du auch ziemlich weit entfernt. Selbst in der Schweiz sieht man sie leuchten. Da gibt es einmal die Starkwindwarnung. Das ist dann, wenn es sich langsamer blinkt. Ich weiß gar nicht mehr die Sekunden. Peinlich, müsst ihr eigentlich wissen, nachdem ich den Segelschein vor etlichen Jahren mal gemacht habe. Und dann gibt es noch die Sturmwarnung und da blinkt es dann richtig schnell. Das aktuell ist die Starkwindwarnung. Das heißt, wenn das Ding angeht, weißt du schon mal, oh, ich sollte mich auf jeden Fall an Ufer näher halten oder erst gar nicht aufs Wasser gehen. Aber wie gesagt, jetzt ist er gerade zum Glück durchgezogen und von daher sieht man auch, es ist deutlich heller und von daher trauen wir uns jetzt mal direkt an Ufernähe hier weiterzufahren. Und ich weiß auch von meinen Erfahrungen her, dass ich jetzt hier immer wieder Möglichkeiten habe zum Anlegen. Ja, so sieht Friedrichshafen aus und Langenargen. Da ist es richtig schwarz. So, und hier oben sieht man so ein Zeichen wieder. Nicht die österreichische Flagge, sondern Durchfahrt verboten, auch für uns. Und das hier ist das Strandbad von Fischbach. Bis jetzt sieht es ganz gut aus mit dem Wetter, dass wir noch und langsam, aber sicher an Immenstadt ranroppen können. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht gegen diesen Kegel fahre. Gegen den Kegel sage ich schon, gegen die Boje. So. Wunderbar. Und ja, ich habe jetzt hier, bin jetzt mit Schuhen vorhin ins Wasser. Wir haben das jetzt alles so, komplette Regenkleidung angelassen, weil wir nicht wissen, wie schnell kommt es wieder. Und mit Schuhen, oder Justina hat ja Neoprenschuhe. Ich habe die auch dabei, aber ja, nicht an. Jetzt habe ich meine Trailrunning-Schuhe geopfert. Denn am Bodensee sind eigentlich überall riesige Steine und es lässt sich ganz schwer treten und teilweise auch sehr scharfkantig. Deswegen habe ich mir auch schon meine Füße aufgeschnitten. Deswegen sind diese Schuhe nicht schlecht, wenn du weißt, vielleicht muss ich heute ein bisschen Gas geben und schnell aus dem Wasser kommen. Boah. Leute, der Wind ist brutal. Und schaff gar nicht, das Brett wird sofort rechts gedrückt. Der Wind hat gedreht, er kommt jetzt aus der Schweiz.
hinten, wenn das Wetter jetzt wieder hier quasi zurückkommt und wieder hier durchzieht, weil vorhin wollten wir auch noch ein Stückchen weiter paddeln, aber keine Chance, wir sind nicht vorwärts gekommen, sondern sind eher zurückgetrieben und jetzt ist es noch nicht ganz so schlimm, aber ich denke, wir schaffen jetzt noch die paar Meter davor, um hier irgendwo kurz anzulanden. Das wäre Naturschutzgebiet, da wollen wir nicht hin. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo da abwarten, weil so wir sind völlig platt. Okay, wir haben gerade wegen was schnauft und uns ein bisschen die Lage angeschaut. Und auch Windfinder habe ich nochmal geschaut, wie es denn die Entwicklung ist vom Wind. Und in den nächsten 3-4 Stunden wird sich da erstmal nichts ändern. Das bleibt bei 3 Knoten oder mehr aus südwestlicher Richtung. Und das ist natürlich ganz ungeschickt für uns. Sind wir noch vor der Vogelinsel, tragen wir jetzt noch die Bretter darum. Müssen wir da vorne nicht über die Landzunge, weil die wird es in sich haben, weil da sieht man auch schon überall die Schaumkronen. Das ist nichts. Vorher sind große Steine noch drin. Geht's? Windig ist, einfach mal hinsetzen, dann bietest du weniger Angriffsfläche für den Wind. Einmal ist es auch stabiler, aber normal macht es nichts, kann man auch stehen bei den Wellen, macht gerade Spaß, aber hauptsächlich wegen dem Wind. Wenn ihr euch bis zur 33 vorgekämpft habt, dann findet ihr das Aquastart. Jetzt seht ihr auch wieder die schönen rot-weiß-roten Markierungen, wo normalerweise niemand durchfahren darf. Außer ein paar Leute, die es nicht wissen. Aber das ist okay, die werden darauf hingewiesen. Aber das Aquastart ist ein richtig geiles Bad. Grüße gehen raus an den Betriebsleiter Ralf Kaiser und sein Team, die einen super Job machen. Also wenn ihr mal in Immelstadt seid, ruhig mal ins Aquastart gehen. Familienfreundlich, sauberes, tolles Bad. Ja, der Wind lässt nach, Gott sei Dank. Wir haben uns jetzt hier nochmal 2 Kilometer weiter gekämpft. Es war echt brutal anstrengend und es tut gerade richtig gut, dass jetzt der Wind nachlässt. Das ist ja einfach mal, es fühlt sich wieder sehr, wie soll ich sagen, man fühlt sich wieder motiviert einfach. Ja, es geht vorwärts und man hat nicht das Gefühl, dass man die ganze Zeit auf der Stelle steht. Eine Teigtasche mit fleischhaltiger Füllung. Fleischhaltig, was ist das wohl? Aber günstiger wie Trekkingnahrung.
der See rauscht. Aber im Hintergrund wirst du wahrscheinlich auch schon hören, da brummt und bummt irgendwas. Musik ist also heute Abend wieder mit dabei. Das ist ja meistens so, wenn wir bivakieren. Aber dieses Mal sind es die Toten Hosen in Konstanz, die dann Konzert geben. Und von daher ist das vollkommen in Ordnung. Ich sag guten Morgen zum dritten Tag. Das erste Bad haben wir heute früh auch schon genommen, weil am Morgen ist es am schönsten und der See ist wieder gerade so klar und auch warm. Und da hinten sieht man jetzt Tina und da hinten steht die Sonne langsam auf. Wir hatten hier eine super geile Nacht, ganz ruhig mit richtig tollen Sternschnuppen. Und wir wollen jetzt auch weiter in die Richtung dahinter. Nächste große Ziel ist jetzt eigentlich gleich vor Ort, Meersburg. Und danach kommt Unteruldingen. Sind wir jetzt in Meersburg. Im Sommer hier mit dem Fahrrad durchzufahren, das ist, ja, sagen wir mal so, es ist immer sehr voll hier. Aber dafür gibt es ja auch gutes Eis und gute Pizza. Also es lohnt sich. Und wie überall ist es natürlich immer am schönsten vor der Saison und nach der Saison. Und zumindest empfinden wir das so. Die Pfahlbauten von Unteruldingen. Ja, was möchtest du sagen? Fische? Soll ich mal nachgucken? Wieder ein Update zur Lage der Nation oder zu uns beiden. Mittlerweile ist die Sonne wieder rausgekommen, Sonnenschutz, der
Wind bleibt weiterhin richtig entspannt, also fast gar nichts. Das Wasser ist auch ja verdammt ruhig. Da vorne, wenn wir schon gerade davor sind, wo Justina gerade drauf steuert, da ist Überlingen. Und da hinten sieht man auch schon grob das Ende. Also es könnte gut in die Richtung gehen, dass wir das tatsächlich packen. Ich bin zumindest optimistisch. Und von da hinten kommen wir her. Wir haben Rückenwind, also Windfinder hatte wie immer recht. Genial, also jetzt haben wir mal richtig Wind von hinten und wir müssen nichts machen und kommen trotzdem ganz entspannt vorwärts. Wir werden quasi ins Ziel reingedrückt. Fantastischer Abschluss. Da vorne, da ist dann Sipplingen. Ja. Tina zieht ja eiskalt an mir vorbei. Sipplingen. Ja, das liegt hier richtig romantisch in dieser Hügelkette. Also das gefällt mir richtig gut. Also zwischen Überlingen und Sipplingen hier, also da ist ein Naturschutzgebiet recht groß. Das müsste man quasi auch umfahren. Und da ist eigentlich, oder nicht Naturschutzgebiet, ein Wasserschutzgebiet. Genau. Ja, und da hinten ist das Ende vom See. Schon richtig gut zu sehen. Boah, sieht aus, als wenn wir das tatsächlich schaffen würden. Justina wird wieder gefilmt. Dann filmen wir euch natürlich auch. 300 Meter, Kollege. 300 Meter, dann gibt man erst Gas. Ah ja. Wollt ihr die Mädels beeindrucken? Ja. Da hinten ist Ludwigshafen, Bootmann Ludwigshafen, unser Ziel der Reise. Wir haben es tatsächlich geschafft, nach 3 Tagen den Bodensee einmal der Länge nach zu durchqueren. Ja, Arme tun auf jeden Fall weh. War für uns auch eine neue Erfahrung. Also gesuppt sind wir schon öfters, aber so eine lange Strecke, das war also komplett das neue Land. Und wir haben auf jeden Fall Blut geleckt und ich habe während der Tour mir schon neue Touren einfallen lassen. Also es macht auf jeden Fall süchtig. Grundsätzlich alles dabei gewesen. Regen, Sturm, Gegenwind, Mitwind, Sonne, bewölkt. Ich fand es richtig genial abwechslungsreich. Wir haben Anfang September, hab mein Paddel ab. Also wenn das Video online geht, liegt wahrscheinlich schon Schnee, weil ich immer so schnell bin beim Schneiden. Nein, aber ist richtig gut gelaufen, trotz Unwetterwarnung. Ja, wir sind sehr zufrieden, wir sind gesund angekommen. Wie der Kanu da aussagt, der größte Feind ist der Wind. Und das haben wir gestern auch spüren dürfen. Also dann ist richtig was los und richtig Sturm kommt, Gewitter. Dann ist es auch sehr gefährlich auf dem Bodensee. Ja, das belegen auch leider die Todesopfer jedes Jahr, was leider sehr traurig ist. Aber deswegen immer ein bisschen darauf achten, das Wetter im Blick haben. Und ja, dann sollte da Spaß im Vordergrund stehen. Abenteuer und Spaß, ein bisschen mit Vernunft. Und nochmal was zur Ausrüstung. Hier ist mein Schlafsack und meine Thermomatte drin. Und Kamera-Equipment, das habe ich hier hinten drauf. Und hier vorne ist halt so viel Kleinstgedöns. Mehr Essen, Creme, Schmerzmittel, Kleidung, alles Mögliche. Und mit den Sachen, das passt wunderbar aufs Brett für 3 Tage. Wir haben die Aquamarina Bretter. Ich habe das Magma und Justina hat das Beast. Die Bretter haben um die 400 Euro gekostet, 450 glaube ich. Es gibt auch deutlich günstige Bretter jetzt immer bei den Discountern im Angebot. Die sind aber deutlich leichter, aber auch deutlich, sage ich mal, instabiler. Und die Aquamarina Bretter, die hatten früher ein bisschen Probleme, aber das ist jetzt die Version 2021, die haben wir letztes Jahr gekauft
und auch letztes Jahr viel benutzt, aber halt Tagestouren. Und ich muss sagen, die sind unglaublich stabil. Wir haben jetzt auch andere Bretter noch gesehen von anderen Herstellern, die auch mit Gepäck gefahren sind. Da hat man richtig gesehen, wie das richtig hin und her gewackelt hat und alles durchgehangen hat. Also ich muss sagen, also ich habe die nicht gesponsert bekommen, nicht, dass es hier so klingt, aber ich muss sagen, ich fand die jetzt ganz gut. Früher hatten sie Probleme, wie gesagt, die Aquamarina, aber die Qualität und so weiter, muss man sagen, mittlerweile haben sie echt nachgebessert. Ja, wen es interessiert, ich packe die Links zu den Brettern mal unten rein. Genauso wichtige Links wie jetzt zum Beispiel zu Windfinder, was für dich sehr interessant sein könnte, weil da siehst du ganz exakt die Windrichtung, sogar die Wellenhöhe, alles Mögliche. Kannst du da nachchecken, sage ich jetzt mal, ob du halt Gegenwind hast oder Rückenwind oder Seitenwind. Und das ist eigentlich ganz wichtig zur Planung, weil wenn du richtig Gegenwind hast, dann kannst du es eigentlich fast vergessen, kommst nicht von der Stelle. In Bodmar Ludwigshafen gibt es einen Bahnhof, genauso wie in Bregenz. Das heißt, du kannst alles auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen, beziehungsweise irgendwo dein Fahrzeug abstellen und kommst dann auch wieder dahin mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Alles kein Problem. Wenn du Fragen hast zur Tour, gerne in die Kommentare rein. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, wünsche noch eine schöne Zeit, einen guten Morgen, einen guten Abend, einen guten Tag, wo auch immer du gerade bist. Ciao.